Hallo, Momon und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Wir haben einen neuen Monat, September ist jetzt da, es geht in Richtung Herbst und was es aber noch alles im Oktober an Comics, Mangas oder anderen Sachen bei mir geschafft hat, ins Regal oder in dieses Comiczimmer zu kommen, das zeige ich euch wie immer nach dem Intro und wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz lieben Dank nochmal an euch alle, dass ihr hier wieder zur neuen Ausgabe der aktuellen Comicbeute eingeschaltet habt. Ich habe wieder so ein ganz paar Comics hier liegen, so ein bisschen ist was zusammengekommen. Komischerweise wollte ich gar nicht so viel kaufen, vor allem, weil meine Ausgaben im August so ein bisschen explodiert sind, aufgrund von Grafikkarte, die erneuert werden musste. Deswegen kam jetzt auch nicht wirklich viel Content im August. Das waren ganz, ganz viele private Termine, defekter Rechner, neue Grafikkarte, das Wetter, was einen teilweise verrückt gemacht hat, ne, obwohl es ja dann gar nicht so sommerlich immer war, war es trotzdem so eine drückende Hitze und gerade hier in so einer Dachgeschosswohnung, wo man dann ganz schnell so 32 bis 34 Grad hat, ist es dann nicht so angenehm, Videos aufzunehmen. Aber die Zeit ändert sich und das Wetter ändert sich mit und da wird dann auch wieder mehr Content dann kommen. Bevor wir loslegen mit der Comicbeute, möchte ich die Auslosung gleich noch vornehmen. Aber bevor wir die Auslosung machen, gehe ich kurz nochmal auf eine spezielle Aktion ein, die es jetzt die Tage gab. Und zwar gab es auf dem Kanal vom Goldenen Stan die Verlosung voraus von den ganzen Top-Titeln aus dem letzten Jahr. Also wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, guckt da beim Golden Stan mal vorbei. Da gab es jetzt eben die Auslösung, wer gewonnen hat von den ganzen Votings, wo ihr selber auch mitbestimmen konntet, ne, wer war euer Lieblingscomic oder Manga in dem und dem Bereich, wer war der beste Autor oder Autorin und. Also da gab es wieder so eine zweiteilige Show, wo das Ganze dann eben analysiert wurde, geguckt wurde, verkündet wurde, wer denn hier der und die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen dann eben sind. Meine Kategorie mit den Top-Crime-Comics war sehr stark vertreten mit tollen Titeln, also von den drei Fragezeichen bis hin zu Corto Maltese und noch diversen anderen Sachen war alles Mögliche mit dabei. Und gewonnen hat, das möchte ich hier halt auch noch mal ganz kurz einmal zeigen, hat RIP Band Nummer 1, Derek, ich werde den Tod nicht überleben. Also RIP ist euer favorisierter Crime-Comic aus dem letzten Jahr gewesen. Eine fantastische Reihe bisher, auch ein phänomenal guter zweiter Band und dritter Band. Und ich denke mal, dass ganz viele von euch hier mit dieser Reihe eingestiegen sind und deswegen auch fleißig für RIP gewotet haben. Das war nämlich auch, fand ich, ein relativ eindeutiges Voting hier in der Kategorie. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an den Splitter Verlag auch hier für den Comic RIP, der Top Crime Comic 2022 geworden ist. Kommen wir zur Auslosung des Gewinnspiels. Und zwar habe ich ja in meiner letzten Comicbeute gesagt, aufgrund der 1000 Abonnenten, die wir jetzt geschafft haben, mit in Zusammenarbeit mit dem Splitter Verlag, der freundlicherweise ein Nimona-Exemplar zur Verfügung gestellt hat, möchte ich eine kleine Verlosung vornehmen. Und zwar solltet ihr tolle Highlight-Titel unten in die Kommentare reinschreiben. Und da wart ihr ganz, ganz fleißig. Da waren super coole Splitter-Highlight-Titel mit drin, von Eckhö bis der große Indienschwindel, von was war noch, Killer Be Killed. Also ich kann das gar nicht aufzählen. Department of Truth. Also man merkt schon, wie vielfältig das ist, weil gar nicht die Namen so oft gedoppelt vorkamen. Ne? Das war wirklich kunterbunt und ich finde, da merkt man auch, dass es einfach eine fantastische Auswahl dort beim Verlag gibt. Und wir gucken mal jetzt, wer die oder der glückliche Gewinner oder Gewinnerin ist. So, und wir kommen jetzt zur Auslosung des Gewinnspiels. Zu gewinnen gab es hier die Ausgabe von Nimona, die hier unter Mini-Split läuft.
Der Splitter Verlag hat die Ausgabe zur Verlosung freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank einmal an den Splitter Verlag und an den Max dafür. Hier haben wir die Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ganz fleißig ihre Splitter-Highlights unten in die Kommentare der letzten Comicbeute gesetzt haben. Und jeder von denen ist hier mit einer Zahl versehen. Und ihr kennt das Spiel. Hier habe ich einen sehr, sehr schönen W20-Würfel, auch relativ groß. Und mit dem würfeln wir jetzt einfach mal den glücklichen Gewinner oder Gewinnerin aus. So, Daumen drücken an alle. Gucken wir mal, wer das heute hier gewinnt. Und das hier sieht nach einer Nummer 1 aus. Ja, die Nummer 1 hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir es einmal. Ich versuche relativ dicht ranzukommen. Beim D&D wäre es jetzt ein kritischer Misserfolg, aber in diesem Fall ist es ein Erfolg. Und zwar für Slice 1982. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn hier von Nimona. Bitte schick mir nochmal eine Nachricht mit deinen Daten zu, damit wir dir den Comic dann auch zukommen lassen können. Und nochmals vielen Dank an alle, dass ihr so fleißig hier dran mitgewirkt habt. Und ja, ich hoffe, das Gewinnspiel soweit hat euch gefallen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner oder die Gewinnerin. Und wir schauen jetzt einfach mal in die Comicbeute aus dem August rein. Starten wir einfach mal wieder für etwas für die Kleinen, und zwar hat meine Tochter sich in dem Monat ein neues Disney Journal Adventure geholt, oder Disney Adventure Journal, so heißt es, Entschuldigung, eine Comicreihe, die nach diversen Disney-Prinzessin-Filmen im Anschluss spielt. Also es gibt einen von Ariel, es gibt einen von Mulan, genau hier haben wir jetzt Tiana und der Zauber von Harlem. Also eine Fortsetzung von Küss den Frosch, wo ich gestehen muss, das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Disney-Filme, also gerade die klassischen Zeichentricksachen, die ich bis heute nicht gesehen habe. Ich glaube, es ist der letzte klassische Zeichentrickfilm gewesen, den Disney rausgehauen hat. Aber mich hat es irgendwie noch nie so richtig krass gecatcht, den sehen zu müssen. Allerdings muss ich gestehen, bin ich seit 2 Wochen ein bisschen mit dem neuen Trading Card Game von Disney und Ravensburger angefangen, mit Lorcana. Bin das ein bisschen hardcore am Suchten, was auch so diesen Sammelfaktor angeht. Und da gibt es auch diverse Karten aus diesem Film, also dieses Lorcana Trading Card Game umfasst halt so dieses gesamte Disney-Universum, also Teile davon. Und da sind schon ganz coole Karten mit bei, und vielleicht muss ich Küss den Frosch dann doch nochmal schauen. Das hier ist auf jeden Fall eine Fortsetzung, die nach dem Film spielt. Hier verfolgen wir wohl Tiana, die leidenschaftlich kocht und sich da ein bisschen weiterbilden möchte und fortbilden möchte und dafür extra nach New York reist, um irgendwie ihre großen Träume erfüllt zu bekommen. Ob das funktioniert und klappt, ich weiß es nicht, ich habe den noch nicht gelesen. Mal gucken, aber klingt, glaube ich, nicht schlecht, gerade für Fans von Küss den Frosch und die einfach mal wissen wollen, wie geht es denn damit weiter, ne? Der ist bei Carlsen Comics erschienen, 12 Euro kostet so ein Band, der hat 96 Seiten und wir können hier auch mal gerade einmal reinschauen, ne, dass wir hier so einen kleinen Eindruck bekommen. Sieht schon sehr nach den typischen Zeichnungen aus dem Film aus, ne, finde ich so. Ich habe auch gesehen, es gibt Seiten, die so Tagebucheintragsmäßig hier drin vorliegen. Hier haben wir das zum Beispiel. Also ich denke mal, jeder, der wirklich Fan von diesem Film war, wird auch hier mit dem Comic glücklich. Vor allen Dingen, wenn einfach mal so eine Geschichte auch fortgesetzt und weitererzählt wird, ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Wenn ich diese Bilder hier da oben von Küche sehe, muss ich auch die ganze Zeit an die FX-Serie The Bear denken, die phänomenal gut war. Also nur so eine kleine Serie-Empfehlung hier einmal rausgehauen. Guckt euch The Bear an. Ich habe die 2. Staffel noch gar nicht geguckt. Und da sagen viele, die ist besser als die 1. Also muss man da mal schauen. Ja, auf jeden Fall, Tiana, denke ich, wird für den einen oder die anderen was sein. Dann haben wir meiner Tochter zum Geburtstag, die hatte ja zum kurzen Geburtstag, auch noch 1-2 Comics geschenkt, und zwar Die schreckliche Adele. Das kann nicht gut gehen und die Hölle, das sind alle außer mir. Ja,
genau. Sehen sehr, sehr witzig aus, sind bei Bang Comics erschienen. Hiervon gab es auch mal beim Gratis-Comic-Tag eine Leseprobe. Und das ist wohl so ein Mädel, hier haben wir den anderen Band. Also das hier ist bei Ausgabe Nummer 1. Ja, das ist Ausgabe Nummer 2. Und ja, hier wird wohl so eine schwarzhumorige Geschichte von Adele erzählt, die anscheinend alles ein bisschen auf Trab hält. Ne? Also gerade hier, was sie hier mit der Katze vorhat, ist ja schon ein bisschen makaber. Ne? Aber ich weiß wohl, dass die Leseprobe bei meiner Tochter echt gut ankam und ja, sieht irgendwie echt funny aus. Also ich glaube, hier werde ich auch mal reinschauen, weil für schwarzen Humor habe ich ja wirklich auch so ein Fable. Ne? Muss man mal gucken, wie diese ganzen Geschichten hier drin so ablaufen. Also ja, mal gucken. Das sieht jedenfalls sehr, sehr cool aus. So ein Band liegt bei 13 Euro. Da habt ihr hier mal so ein paar Eindrücke draus gewinnen können. Und da gibt es auch, glaube ich, schon 5, 6 Bände. Ich glaube, da gibt es sogar so ein Märchen-Special-Band, der in Hardcover auch so daherkommt. Wir können da gerade nochmal hier kurz in den zweiten reinschauen. Genau. Ja, da habt ihr dann auch nochmal so einen Eindruck, dass der Stil dann schon ziemlich gleichbleibend ist. Ne? Also. Ich bin mal gespannt. Ich hab da Bock drauf. Das sieht wirklich ziemlich, ziemlich cool aus. Auch hier so die Rückseite. Mit ihr, mit diesen ganzen Waffen, Wikinger-mäßig so unterwegs. Nicht schlecht. Machen wir im Manhwa-Bereich einfach weiter. Und da gab es wieder einen neuen Band von Solo Leveling. Nämlich Band Nummer 8 ist rausgekommen. Ja, und der sieht auch schon wieder von außen fantastisch aus. 16 Euro kostet so ein Band bei Itraverse erschienen und voll koloriert, also Full Color. Das ist so ein Webtoon und mittlerweile hier in der 8. Ausgabe. Und wir haben hier immer noch Jin Wu, der mit seinen richtig krassen Skills hier durch die Dungeons durchhaut und ein Monster nach dem anderen wegschnetzelt. Ne? Also hier geht es auch so ein bisschen darum in diesem Band, dass er versucht, eine eigene Gilde zu gründen, mit der er dann selber in die Dungeons solo technisch reingehen kann. Er möchte nämlich ganz allein gehen und es gibt allerdings hier in der Lore oder in der Welt von Solo Leveling Regeln, dass man so und so viele Leute mit dabei haben muss, ein Heiler und noch was. Und hier versucht er so gewisse Passagen zu umgehen, damit er einfach wirklich, wie der Titel das schon sagt, solo in die Dungeons rein kann und die dann cleart. Und ja, noch dann passieren noch ein, zwei andere Ereignisse, aber da will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Ich kann nur so viel sagen, bisher war jeder Band genial. Es war immer wieder irgendwo so ein Moment, der so leichte Gänsehaut irgendwie erzeugt hat. Und ich freue mich schon extrem auf dem Anime. Ich hoffe, dass der auch sehr, sehr gelungen animiert wird, dass er eine gute Vertonung bekommt. Ich meine, gut, klar, zur Not kann man ja auch im O-Ton schauen mit German Subtitle, kein Ding. Aber also ich hoffe wirklich, dass das ein cooler, cooler Anime wird, weil so von diesem gesamten Stil und von diesem lässigen Coolness-Faktor her ist Solo-Leveling, finde ich, immer echt genial. Und das haben wir hier auch wieder, also die Kämpfe, die hier drin stattfinden, das ist einfach genial, finde ich. Also es macht jedes Mal Spaß zu gucken, okay, wo kann das noch hingehen und wird unser vermeintlicher Held eigentlich der Held bleiben oder geht das vielleicht auch nochmal irgendwie in so eine andere Richtung? Ich bin da sehr gespannt drauf, ne, wie das dann insgesamt mit Solo-Leveling zu Ende geht. Aber ja, Band 8 ist jetzt raus. Gibt auch meistens so eine Sonderedition davon, aber mir reichen die normalen Bände. Deswegen habe ich einfach zu dem hier zugegriffen. Wir haben ein Dark Fantasy Debüt eines, ich meine, österreichischen Mangaka, Daniel Eichinger. Und der Titel ist bei Egmont Manga erschienen und heißt Jovan Tore. Der ist jetzt wirklich niegelnagelneu, kostet 20 Euro, ist in einem wunderschönen großen Format rausgekommen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie zeige ich euch das. Ich glaube, ich kann ja mal Solo-Leveling hier vorhalten, dass man einfach mal weiß,
wo wir vom Größenunterschied her so gelandet sind. Vielleicht schnappe ich mir auch gerade noch mal kurz einen Standard-Manga, aber nicht von da oben. Den schnappe ich mir gerade von hier. Zack, ach, guck, nehmen wir hier mal Lafina. So, na, also hier habt ihr den Größenunterschied. Ne? Und dann hat man hier natürlich einen wirklich sehr großen, überformatigen Manga mit Jovantore vorliegen, der, finde ich, auf einer zeichnerischen Ebene phänomenal gut aussieht. Also wow, ich hatte das online schon gesehen und folge auch dem Daniel Eichinger bei Instagram und habe dann immer wieder so die Zeichnung da miterlebt und dachte immer, boah, das sieht klasse aus. Ne? Bei dieser Erstauflage hier gibt es auch noch eine Besonderheit, und zwar liegt hier auch noch ein Print drin vor. Das ist quasi hier das Motiv, auch sehr hochwertig, eine sehr stabile große Karte als Print. Finde ich auch ganz, ganz cool. Und jetzt gucken wir da mal zusammen gerade rein. Das ist schon mega, wow. Na, guck mal hier. Das sieht richtig, richtig, richtig stark aus. Ich hoffe, dass die Story auch was kann. Ich habe da noch nicht wirklich reingelesen. Hier war es eher so ein Kauf, wo ich dachte, ja, die Zeichnung, weil die mir wirklich extrem gut gefallen. Und Dark Fantasy klingt halt auch immer gut. Kann man normalerweise gar nicht so viel mit verkehrt machen. Und ihr seht schon, ne, auch richtig schön groß. Schöner Druck. Das i-Tüpfelchen wäre jetzt noch gewesen Hardcover. Das wäre so das i-Tüpfelchen Hardcover. Bei der Dicke hätte ich jetzt gesagt, müsste ich nicht unbedingt ein Lesebändchen haben. Aber Hardcover wäre noch nice to have gewesen. Aber auch dieses Überformat, so finde ich einfach genial. Ne? Das sieht super, super toll aus. Also ich bin hier bei Jovantore richtig gespannt drauf, wie dieser Manga so ist, ne? Gerade bei so einem Debüt. Ja, aber ziemlich cool, für 20 Euro bekommt ihr auch hier ordentlich was, ne? Das ist jetzt nicht so dünn, auch mit Bonusmaterial, also wirklich Konzeptsachen mit Interview und sehr, sehr cool. Also Jovantore bei Egmont Manga, gerade ganz frisch erschienen, und freue ich mich schon sehr drauf, den zu lesen. Kommen wir als nächstes zu CrossCult, und zwar gab es da einen, ja, finalen Band, der ist auch noch original hier eingeschweißt, damit ich nicht in Versuchung komme, euch da jetzt irgendwie großartig was raus zu zeigen, weil ich nicht weiß, was hier alles drin spoilern könnte. Invincible, Band Nummer 12, der finale Band, ist endlich da. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den seit einem Monat versucht irgendwie zu kriegen, weil für mich nie so ganz klar war, okay, wann erscheint der denn jetzt? Im Juli, im August, ja, und jetzt haben wir schon September, jetzt wo ihr das Video hier seht, und der ist auch wirklich an der Schwelle gefühlt dazu irgendwie erschienen. Also jedenfalls im normalen Handel nicht einfach zu bekommen. 30 Euro das Ganze, und der Abschlussband von Robert Kirkmans und Ryan Otleys Saga hier, Invincible. Ich freue mich mega, dass ich jetzt, ich habe mir den 11. immer noch aufgespart. Ich werde jetzt den 11. lesen, den 12. lesen. Und dann mal gucken, was final meine Meinung zu dieser Reihe ist. Aber bis jetzt war es so, bis Band 10, es hat mich keine Ausgabe enttäuscht. Es war immer wieder genial, packend, fesselnd, brutal, schockierend, phänomenal. Ich schmeiß nur mit Superlativen gerade um mich, ihr merkt das schon, aber Invincible ist wirklich ein Ausnahmeding gewesen. Also wo ich mich super darüber gefreut habe, dass überhaupt mal ein Verlag sagt, okay, komm, machen wir, bringen wir, und ja, muss mal gucken. Es gibt auch noch die ein oder andere Spin-Off-Reihe, die wird jetzt auch noch bei CrossCult in nächster Zeit erscheinen. Da muss ich dann mal schauen, ob man den Schritt auch noch macht und die dann auch noch sammelt, aber ja, eventuell wird das so sein. Ne? Also Invincible, ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr eine richtig, richtig geniale Comic-Reihe sammeln wollt, die abgeschlossen ist, die Überraschung beinhaltet, die gefühlt immer besser wird, dann könntet ihr euch jetzt komplett zulegen, komplett kaufen. Sie ist auf dem Markt verfügbar, und ja, wir sind mal gespannt, wie das Finale dann hier drin ausgeht. Ne?
Ja, dann habe ich mir ein Comic noch gekauft, wo man jetzt sagen würde, komisch, passt der überhaupt in seine Sammlung rein, in das Format? Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich überwiegend, also wenn es nicht anders geht, kaufe ich auch mal Softcover, aber überwiegend bin ich ja Hardcover-Sammler. Ne? Ich mag das ganz gerne, wirkt alles ein bisschen wertiger, ein bisschen stabiler. Ich mag einfach irgendwie Hardcover, ne? Gerade auch im Regal, wenn ich hier so hingucke, sieht einfach klasse aus. Ne? Wie gesagt, Softcover gibt es auch mal, aber dann eher als Trade-Heftsammler bin ich halt gar nicht, überhaupt nicht, schon seit ganz langer Zeit nicht mehr. War ich früher mal so zu Jugendzeiten, weil man dann gerade so das passende Geld hatte, um sich dann das ein oder andere Heft zu kaufen. Für so einen Trade hat das dann meistens nie gereicht. Und ich habe mir jetzt mal wirklich wieder ein Heft zugelegt. Und zwar vom Zauberstern Comics, die bringen ja in letzter Zeit immer ganz, ganz viele Titel raus, so wie zum Beispiel Das Phantom oder Mirrors oder Flash Gordon. Also eine wirklich sehr, sehr bunte und breite Auswahl an Comics, aber da das nicht so mein Metier ist mit den Heften, habe ich immer gedacht, schade um Das Phantom, ich würde es gerne lesen, aber dann lieber als Hardcover, habe ich es erstmal liegen gelassen. Aber jetzt kam eine Serie, da bin ich halt als Buffy-Fan, als Vampir-Fan irgendwie getriggert worden. Ne? Und zwar gab es jetzt die Van Helsing-Reihe, jetzt ganz neu. Werdet ihr wahrscheinlich auch überall beim Kiosk oder am Bahnhof oder sonst irgendwo finden. Nicht wundern, es gibt verschiedene Cover-Varianten hiervon. Ich habe mich einfach für die entschieden, die ich jetzt als erstes gefunden habe. Ne? Aber irgendwie hat es mich halt gelockt. Ne? Das ist so, ich habe so ein Fable irgendwie dafür, sieht so ein bisschen auch Lady Mechanica mäßig aus, finde ich so im ersten Moment. Ne? Das hat irgendwie was. Und die kommen jetzt alle, jetzt muss ich gerade gucken, alle 2 Monate, steht hier, kommen die genau raus. Und da, ja, denke ich mal, kann man dann alle 2 Monate sich so ein Heft mal holen. 9,99 € kostet das, hat so keine Werbung innen drin, das ist wirklich nur rein weg der Comic. Das sind hier insgesamt 4 Issues, die hier drin sind. Und die erzählen uns die Geschichte von Liesel. Liesel Van Helsing, die Tochter von Van Helsing himself. Und das ist hier eine ganz abgefahrene Geschichte, weil die eigentlich aus einer anderen Zeit kommt, aber in unserer Zeit gelandet ist, inklusive hat sie noch Hades mitgenommen, der quasi über die Unterwelt normalerweise wacht, der auch in unserer Zeit jetzt ist und so ein bisschen so ein chilliges Leben führt und nebenbei versucht sie ihren Vater zu finden oder einer Fährte nachzujagen, die anscheinend zu ihrem Vater hinzuführen scheint und eine sehr, sehr abgedrehte Story. Ich habe den jetzt auch schon gelesen und muss sagen, der ist okay. Also, ne, wenn man so eine locker, leichte Unterhaltung haben möchte, gerade vielleicht auch für eine Zugfahrt, die mal ein bisschen länger dauert, ist das eine perfekte Lektüre, um sie am Bahnhofskiosk zu kaufen. Ne? Kaufen, in Zug setzen, zack, rumblättern, einen rasanten und interessanten Comic genießen. Ne? Zeichnerisch muss ich halt sagen, ist das halt irgendwie sehr schwammig. Also mal denke ich mir, wow, sieht klasse aus. Und mal gibt es dann so Zeichnungen, wo ich denke so, okay, was soll das denn jetzt irgendwie? Das sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Aber so ist es halt nun mal. Und ich werde, denke ich, auch bei dem zweiten Band nochmal reinschauen. Also besonders gut gefallen hat mir wirklich hier so diese Cover immer, die von den einzelnen Kapiteln da sind. Die finde ich immer sehr, sehr hochwertig und auf einem sehr hohen Qualitätsniveau gezeichnet und entworfen. So, und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das hier habe. Ja, gucken wir mal hier. Das ist, manchmal sieht es halt wirklich ganz cool aus. Und hin und wieder, ich habe wirklich Seiten gehabt, da dachte ich nur so, boah, das wirkt so creepy manchmal. So von, also, wo haben wir das denn? Ja, hier, genau, zum Beispiel das hier. Auch sehr, sehr merkwürdig hier mit diesen. Klar macht sie hier ein auf Snapchat und ich mache unterschiedliche Gesichtsausdrücke, aber ich finde, der Stil selber sieht so komisch und so anders aus, teilweise von Panel zu Panel oder von Foto zu Foto. Vielleicht ist es so beabsichtigt, ich habe allerdings nicht das Gefühl und dann dachte ich so, sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ne?
ganz, ganz komisch. Ne? Aber dann hat man wiederum so schnelle und rasante Action-Szenen, die sich dann wieder komischerweise sehen lassen können. Ne? Also ihr merkt das, ich bin hin und her gerissen, aber letztendlich siegt meine Liebe für so Vampir-Trash-Sachen und da ist hier Van Helsing die liebe Liese, die hat es mir dann angetan und ich denke mal, ich werde da auch mit dranbleiben. Also Zauberstern-Comics hat es jetzt auch mal bei mir hingeschafft. Also wenn man da die Verbindung zu sieht, ne, da stecken ja Leute hinter, die Face the Van Helsing Chronicles damals als Hörspiel rausgebracht haben und ich war ein riesen Fan davon. Ne? Also ich habe hier auch, ich glaube, circa die ersten 30 Hörspiele noch original im Regal drin stehen und habe auch The Night of Living Dead oder so, also noch so eine andere Reihe von Russell & Brand Company damals gehabt. Also ich war ein großer, großer Horrorfan, gerade da natürlich auch von dem Hörspiel, weil das so ein bisschen mit Nana Spier, der Sprecherin von Buffy, dann auch natürlich immer so diese Buffy-Verbindungen hatte, ne? Und auch die anderen Sprecher teilweise, wo die Stimmen dann einem immer bekannt vorkamen. Und ich habe da ein Faible für und deswegen coole Sache. Bleibe ich trotzdem dran. Ja. Dann ein, zwei Werke vom Kasen Comics habe ich mir zugelegt, auf dem Gebrauchtmarkt allerdings diesmal. Und zwar hat der liebe Carsten the Reverend letztens auf YouTube so den Hinweis gegeben, so hey, guckt mal, die und die Werke gibt es gerade für 9,99 €. So, das ist unter anderem Ein Jahr ohne Cthulhu von Smolderin und Clérisse. Und von Clarice. Genau, ein wirklich sehr, sehr schöner Titel. Also gerade das Cover, muss man ja auch wirklich sagen, das könnt ihr leider gar nicht so genau sehen. Diese ganzen Rillen hier, das merkt man, die sind wirklich, also hier jetzt nicht, aber diese Rillen, die kann man richtig fühlen und spüren. Und das sieht, muss ich echt sagen, in Wirklichkeit besser aus, als es hier über die Cam gerade zu sein scheint. Ein Comic, der so in den 80ern angesiedelt ist und Jugendliche thematisiert, die ein Fantasy-Rollenspiel spielen, was im Cthulhu-Universum irgendwie angesiedelt ist. Soweit habe ich es verstanden, gelesen habe ich den halt noch nicht. Und dazu kommen dann hier die Zeichnungen von Clarice. Und die haben ja einen sehr, sehr besonderen Stil. Ne? Also wenn man hier mal so reinschaut, da gehe ich aber auf dem Stil gleich bei dem anderen Werk nochmal ein, weil wir hier dann die beiden, die beiden dann auch nochmal in Zusammenarbeit haben bei dem anderen Werk. Also ich finde, der Stil ist wirklich außergewöhnlich. Ne? Also schon fast so ein bisschen zurückgefahren, so ein bisschen detailarm und trotzdem irgendwie dann auch, na, wenn man hier diese ganzen Blüten sieht, trotzdem irgendwie dann detailliert. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie der Comic dann insgesamt so ist. Kostete vorher normalerweise 24,99 €. Wie gesagt, 9,99 €. Guckt mal auf diversen Plattformen. Ne? Da werdet ihr den vielleicht zu dem Preis auch noch finden. Hardcover, richtig cool. Super gut verpackt und geschickt worden. Hier ist nichts dran. Den kannst du so aus dem Buchhandel rausholen. Also ich war sehr, sehr begeistert. Und hier haben wir den anderen Titel. Das Imperium des Atoms spielt in den 50er Jahren und behandelt einen Mann, der ein Science-Fiction-Schriftsteller ist und wohl telepathischen Kontakt mit einem Helden hat, der irgendwo in einem intergalaktischen Krieg unterwegs ist, in der fernen Zukunft. Und ja, mehr weiß ich da irgendwie auch gar nicht drüber. Und auch hier ist das wieder Hardcover, 9,99 € bezahlt und kostet eigentlich 22,90 €. Hier ist es genau das Gleiche. Diese Rillen, die man hier alle sieht, die kann man alle fühlen und spüren. Also es ist so schade, dass es über die Cam diesmal einfach nicht so richtig rüberkommt, weil das auch so matt einfach vom Look her ist. Aber auch hier wieder super tolle Qualität, keine Beschädigung, nichts. Und auch hier, weil es ja das gleiche Kreativteam ist, haben wir die gleichen Zeichnungen. Na, also, oder ähnliche Zeichnungen. Das Ganze, finde ich gerade hier auf dem Bezug mit den 50er Jahren, wirkt für mich so beim Reingucken,
als wenn jemand so Mad Men gesehen hätte und einfach mal so ein bisschen detailloser über diese ganze Mad Men-Szenerie drüber gemalt hat. Ne? Also ich weiß nicht, wem das noch so geht, aber ich finde so gerade dieser, weil das in den 50ern angesiedelt ist und jeder, der Mad Men geguckt hat, kennt ja natürlich den Look und den Stil der Serie so ein bisschen. Ne? Und danach sieht das auch zum Teil hier drin aus. Also auch hier bin ich mal sehr gespannt, Imperium des Atoms, was hier denn so drin passiert. Also vielen, vielen Dank einmal am Reverend für diesen Einkaufstipp und den gebe ich jetzt auch nochmal hier in dem Video an euch weiter. Haltet danach Ausschau, ist qualitativ wirklich echt toll. Also da macht ihr so grundlegend nichts mit falsch. Für meine Frau gab es im August auch einen weiteren Titel, den sie sammelt, und zwar Kinder der Resistance. Das ist jetzt Band Nummer 6, Ungehorsam. Der ist ganz neu, gerade erschienen bei Baubooks. Und da ist auch schon ein 7. Band in Planung. Der heißt Vom Himmel gefallen. Der kommt, soweit ich das genau weiß, im September dann raus. Diese Comics hier von Baubooks, oder die Alben besser gesagt, von Kinder der Resistance kosten 16 Euro. Und ja, wie man das schon hier so sehen kann, ne, sind wir in Frankreich und erleben so ein bisschen so die Kriegszeit aus Sicht von Kindern. Also genau habe ich halt leider in dieser Reihe immer noch nicht reingelesen, aber meine Frau verfolgt diese Titel hier wirklich ganz gerne. Ne? Ihr könnt hier schon mal so ein bisschen dieses vordere Bild einmal sehen, direkt nach dem Cover, und dann haben wir hier innen drin dann auch noch mal Eindrücke, wie das Ganze dann so ausschaut. Ja, ich kann euch noch mal gerade einen Warnhinweis geben. Wir haben diesen Monat ein, zwei Sachen mal online bestellt bei Amazon, und ja, man muss einfach sagen, Amazon versendet halt einfach nicht gut Comics. Das ist wirklich echt, echt bescheiden. Unter anderem kann man das hier so, ne, auch so ein bisschen sehen. Das ist nicht schön. Ne? Wir haben jetzt gesagt, gut, komm, ne? Bleibt halt so. Und wenn es im Regal steht, sieht man von dem Schaden halt so jetzt erstmal nichts. Aber es ist ein bisschen schade. Ne? Ich finde das immer ein bisschen blöd. Auch so ein Album kostet ja halt nun mal Geld. Und ich finde manchmal so, dass der Online-Handel, also zumindest, es gibt viele, die phänomenal gut verpacken. Also wirklich, gerade hier diese Carlsen-Comics, die ich bekommen hatte, die waren super gut verpackt. Aber dass dieses Riesenunternehmen mit diesem großen A dran, ne, es nicht hinbekommt, vernünftig Bücher oder Comics zu verpacken, ne, das, ich finde, das ist so ein Zeichen, so, hier, weg, ne? Das ist nicht wichtig. Wenn der Ecken und Kanten angeditscht sind, ist auch egal. Finde ich echt schade, aber ja. Ich denke, für den einen oder anderen ist das auch nochmal eine wichtige Information. Band 6 gerade ganz neu erschienen und Band 7 dann jetzt, glaube ich, sogar schon auch im September, wenn ich mich da nicht vertue. Genau. So, springen wir zu Panini. Da geht es weiter mit der Star Wars Marvel Comic Collection. Beziehungsweise, ich habe gedacht, wir sind hier am Ende, weil Ausgabe Nummer 60, Age of Rebellion, Helden rausgekommen ist. Und das war mal in der Ankündigung der eigentlich letzte Band. Also, na, hier haben wir die 60. Der schließt hier eigentlich das Bild auch so fast ab, bis dann da so ein Laserschwert drin auftaucht. Und ja, was hat Panini gemacht? Hey, wir verlängern das mal 20 Ausgaben und machen bis 80 erstmal weiter. Die 61 hat mich dann auch schon erreicht. Dr. Aphra ist das wieder mal. Oh, das Ende einer Schurkin. Hier haben wir die Rückseite. Sieht ganz cool aus. Also ich bin ja schon Fan von diesen Dr. Aphra Comics. Also das finde ich gar nicht mal so verkehrt. 16,99 Euro kostet so ein Band und ja, es geht weiter. Ja, hier sehen wir einen weiteren Teil eines Lichtschwerts und die Personen, die jetzt hier, glaube ich, kommen, sind, meine ich, Qui-Gon, ich glaube Obi-Wan und Anakin aus Episode 1. Also es sind Episode 1 Charaktere, die jetzt seitlich hier kommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das Bild irgendwo links oder rechts passend dazu einzublenden. Aber es geht damit weiter. Es ist auch so, dass Krieg der Kopfgeldjäger auch
in diesen 20 Bänden, wenn ich das richtig recherchiert habe, bereits beginnt. Also irgendwo innerhalb der nächsten 10 Ausgaben wird es losgehen mit Krieg der Kopfgeldjäger. Und das ist natürlich so eine Highlight-Geschichte so bei den Star Wars Sachen. Also gehe ich fast davon aus, dass das sogar eventuell mehr als 80 Ausgaben werden. Also meine Vermutung ist so, dass es 100 bis 120 werden könnten. Das ist nicht offiziell. Offiziell sind es jetzt erstmal 80 und dann mal gucken. Aber ihr kennt es, ihr wisst, wie lang so eine Achette Collection mal lief oder diverse andere Collections, die dann verlängert wurden. Und ja, da muss man dann halt mal schauen. Auch noch von Panini habe ich mir so als Zocker Diablo Legenden des Barbaren Bull Kartos geholt. Ein Comic aus dem Diablo-Universum. Jetzt dieses Jahr ist ja ganz frisch Diablo 4 erschienen. Diablo 4 habe ich auch schon ganz fleißig gespielt. Zumindest habe ich den Singleplayer durch. Bin auch ein bisschen weiter noch in die ganze Online-Thematik reingegangen. Also in die erste Season habe ich auch so ein bisschen reingespielt, bis dann Baldur's Gate kam. Und dann, ja, ist das Problem eben auch so ein bisschen der Zeitfaktor. Ne? Was macht man? Womit beschäftigt man sich genau? Ich fand es ganz cool, dass es jetzt einfach mal zu Diablo auch einen Comic gibt, der so ein bisschen diese Story um Lilith jetzt so erzählt und wie sie in der Welt wahrgenommen wird. Und gerade hier beschäftigt sich das hauptsächlich eben mit dem Volk der Barbaren und gibt uns hier so einen kleinen Einblick in, ja, man könnte schon fast so ein bisschen auch so eine Familientragödie sagen, ne? Weil der Häuptling hier oder der Chef der Barbaren, sein Sohn kommt wieder zurück und der ist so ein bisschen, wie soll man das sagen, befangen oder auch dämonisch befallen von Lilith und stellt sich gegen seinen ehemaligen Clan und gegen seine Familie. Und dann beginnt so ein blutiger Krieg zwischen Barbaren und Dämonen und das ist schon ganz cool gemacht. Also zeichnerisch, ja, ganz okay. Ich fand sehr cool, dass es halt wirklich hier als Hardcover rauskommt. 19 Euro kostet dieser Band, hat auch ein Format, was ich so eigentlich noch gar nicht so großartig hatte. Und ich war einfach der Meinung, hey, cool, den will ich mal haben, weil vielleicht erzählt er mir irgendwas ja zu der Geschichte, zum Spiel, was irgendwie auch noch interessant sein kann. Man kann sich das fast so vorstellen, hey, ihr habt so eine Art Sidequest, so eine Nebenquest und das ist so ein bisschen die Geschichte dann daraus. Ne? Also kann man lesen, kann man sich angucken. Ich glaube, man verpasst aber auch nichts, wenn man es halt eben nicht tut. Ne? Also für alle, die Bock haben auf Barbaren-Action, auf Geschnetze, für die wird hier dieser Titel auf jeden Fall etwas sein. Ne? Und ich denke mal auch für jeden Diablo 4-Fan, hier seht ihr das auch nochmal. Ich fand es halt sehr cool, dass es halt als Hardcover, ich finde, das sieht auch irgendwie stark aus. Ne? Und könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch irgendwie Diablo 4 oder Baldur's Gate irgendwie gespielt habt dieses Jahr. Ist ja wirklich, was so Rollenspiel angeht, ein bisher sehr starkes Jahr. Und das war's zu Diablo. Ein weiterer Panini-Comic und zwar Predator, Band Nummer 1, Trade Paperback 1, Tag des Jägers. Auch ganz neu erschienen, kostet 19 Euro bei Panini. Ich habe euch ja auch schon mal, na, hier kann man es gar nicht so gut sehen, weil hier gerade vom Masupilami was davor hängt, die Alien-Comics vorgestellt. Da gab es ja jetzt auch 3 Trades von. Ich weiß gar nicht, ob die fortgeführt werden, weil der Autor hier im dritten aufhört mit der Reihe. Mal gucken, wie es denn da weitergeht. Hat mir jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Auch halt eben Softcover, das hier leider auch. Aber ich möchte das halt lesen und hatte da richtig, richtig Bock drauf. Ja, und auch hier finde ich das Cover sehr, sehr stark. Ja, hier die Rückseite einmal. Und wir haben hier so eine Storyline, die auch in der Zukunft angesiedelt ist. Wir haben ein kleines Mädchen, was ihre Familie oder ja, ihre ganze Crewbesatzung von einem Raumschiff verliert, weil ein Predator die alle kalt macht und sie selber Jahre später ist quasi unterwegs und sind nach Rache und möchte sich nach und nach die ganzen Predatoren vorknöpfen und
versucht natürlich genau den einen zu finden, der ihre Eltern ermordet hat. Und das ist eine ganz, ganz coole Geschichte irgendwie, finde ich. Also für alle, die so ein bisschen auf Alien und auf Predators stehen, gut, hier haben wir jetzt keine Aliens drin, der sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Es geht auf jeden Fall ganz gut zur Sache. Und ich bin vor allen Dingen mal auf Fortsetzung gespannt, ne? Wie die so ausfallen können und werden. Also fand ich schon nicht verkehrt, nicht schlecht, was uns hier gezeigt und geboten wurde. Ach hier, also nicht wundern, wenn hier eine Sprechblase drüber ist über den Predator. Das ist halt so ein bisschen das Ding, dass das Mädchen hier wirklich eine komplette Rüstung anhat und damit dann auf Jagd selber geht. Ne? Also ist cool, hat mir gut gefallen, freue ich mich schon auf weitere Bände. Ne? Also das war nicht verkehrt. Von Reprodukt habe ich mir von Lukas Jühlinger Vakuum auf dem Gebrauchtmarkt mal geholt. Ich hatte ja vor ganz langer Zeit schon mal einen Titel von ihm nicht angekündigt, sondern auch schon mal vorgestellt. Mir fällt jetzt gerade nur der Name tatsächlich nicht ein. Ist ja bei so vielen Comics und Titeln fällt er mir gerade nicht ein. Ging so um Social. Ach, Unfollow. Genau, Unfollow müsste der, glaube ich, ja heißen. Und der war fantastisch. Also das war so der erste Comic, den ich von ihm gelesen habe. Vakuum müsste, meine ich, davor irgendwie kreiert worden sein. Ich kann auch nicht genau sagen, was hier drin abgeht. So viel habe ich mich gar nicht drüber befasst. Ich meine, dass es hier um Jugendliche geht, die zusammenfinden und dann stirbt irgendjemand auch aus deren Kreis. Und es geht so ein bisschen allgemein um das Leben wohl auch. Und ich konnte ihn jetzt einfach mal auf dem Gebrauchtmarkt irgendwo ganz günstig schießen und habe nur gedacht so, hey, cool. Da will ich mal reinschauen. Der fällt auch wesentlich größer aus. Also das ist ein ganz anderes Format als Unfollow. Und ja, sieht auch nicht uninteressant aus. Und dann kann ich Vakuum auch mal nachholen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ein Titel ist, der wieder mit so einer gewissen Atmosphäre und mit so einem gewissen Gefühl rüberkommt und ich bin gespannt, was Vakuum hier dann so kann. Ne? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch den schon gelesen hat. 20 Euro kostet der. Ich glaube, ich habe ihn auf dem Gebrauchtmarkt für 9 oder 8 oder sowas geschossen. Ne? Also da müsst ihr die Augen dann mal auch auf offen halten, ne? Ob es da was gibt. Von Kult Comics habe ich mir TikTok besorgt. Nachdem ganz viele auf YouTube hier immer so positiv davon auch gesprochen haben, habe ich gedacht, hey, den Comic möchte ich mir auch mal vornehmen. Das sind ja so einzelne Geschichten, die zeichnerisch immer wieder anders interpretiert wurden von ganz vielen Künstlern wie Sascha Dörp, Chris W. Janni, Holger Klein, Paolo Masagli, Erik von Score und noch viele, viele, viele anderen. Also das ist ein gemeinsames Projekt von ganz vielen Künstlern und irgendwie sieht es wirklich auch cool aus. Ne? Ich bin mal auf diese ganzen Stories, die hier so drinne enthalten sind, mit diesen unterschiedlichen zeichnerischen Interpretationen sehr, sehr gespannt. Also das sieht auch klasse aus. Ne? Super. Dadurch, dass so viele, hier haben wir Marilyn, so viele da positiv drüber berichtet haben, habe ich mir überlegt, ey, den nimmst du mal mit, nachdem ich auf einem Tagesausflug in Hannover war und da bei Comics diesen Titel dann gesehen habe, habe ich nur gedacht, hey, den greifst du dir jetzt mal, ist wohl auch eine Pflichtlektüre, TikTok von Kult Comics, kostet 22 Euro. Und ja, bin ich mal gespannt. Steht eine 1 dran. Mal gucken, ob es da auch dann mit weitergeht irgendwie mit anderen Kultgeschichten oder ja. Ne? Bin ich heiß drauf, den zu lesen. So, dann kommen wir noch zu ein paar Splittertiteln. Und zwar habe ich mal mit etwas angefangen, wo auch tatsächlich in den Kommentaren selber von der letzten Comicbeute eine Empfehlung zu war.
und mit jemand anderen aus der Community so, auch Zuschauer, ne, mit dem Thilo zum Beispiel, habe ich oftmals so Kontakt über WhatsApp-Sprachnachrichten und wir haben da auch schon mal den Autor Ed Brubaker thematisiert und der schreibt halt wirklich einfach phänomenal gut und ich weiß nicht warum, hier bei uns auf dem deutschen Markt kriegt man viele Sachen von dem noch nicht. Also wenn man auf Criminal guckt oder Restless und noch viele, viele andere Sachen, man kriegt es hier nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Soweit ich das weiß, ist diese Lizenz für diese Titel sogar offen da. Also jeder Verlag kann, glaube ich, sagen so, ey, die würden wir ganz gerne haben. Und ich hoffe, dass das auch mal passiert. Ich habe jetzt mal angefangen, bei Kill or Be Killed, beim Splitter Verlag, mir die ersten, ja, ein, zwei Ausgaben zu besorgen. Also die erste habe ich auch auf dem Gebrauchtmarkt eben geholt. Ne? Band Nummer 1. Insgesamt gibt es 4 Bände. So kostet der 19,80 €. Und hier habe ich mir dann einmal Band Nummer 2 geholt. Der liegt bei 24,80 €. Der ist auch ein bisschen dicker. Wie gesagt, 4 Bände gibt es. Den hier habe ich schon mal gelesen, hat mir extrem gut gefallen. Den hier muss ich noch lesen. Und ich kann nur wirklich sagen, das ist fantastisch geschrieben. Man hängt quasi an dem Schreibstil, an den Wörtern von Ed Brubaker und will einfach irgendwie tiefer in diese Welt rein. Ne? Ja, ich denke mal, wenn ich die Reihe durch habe, werde ich das Ganze mal insgesamt vielleicht dann mal vorstellen. Wobei viele das ja schon kennen, Kill or Be Killed ist wohl, ist ja auch schon eine Reihe, die etwas länger raus ist. Noch dazu eben jetzt in den Kommentaren als Empfehlung da gewesen, aber ich wollte unbedingt mal von Brubaker ein bisschen mehr lesen und mal gucken, was haben wir überhaupt auf dem deutschen Markt. In der Hoffnung, vielleicht auch ein Zeichen irgendwo mal zu setzen, so hey, wir brauchen mehr von diesen Titeln, weil der Mann schreibt phänomenale Krimi-Stories, Thriller-Sachen und da möchte ich einfach mehr von lesen. Ne? Wenn ihr auf Englisch schon was gelesen habt, bitte unten auch in die Kommentare einfach mal reinschreiben, was euer Highlight von ihm ist und was ihr da vielleicht besonders stark empfehlen könnt. Ne? Also das würde mich auch mal sehr interessieren und würdet ihr euch vielleicht auch wünschen, dass diese Werke auf dem deutschen Markt auch auf Deutsch dann erhältlich sind, das dürft ihr da auch gerne mal reinschreiben, ne? Weil ich denke, ja, das ist so eine Lücke und die müssen wir hier irgendwie auf unserem Markt noch geschlossen bekommen und ich hoffe, dass es da dann mal irgendwann vernünftig mit weitergeht. Band Nummer 4 von Rip, den gab es für mich auch noch, habe ich auch aus Hannover noch mitgenommen auf meiner Shoppingtour. Gelesen habe ich ihn noch nicht, ist jetzt Band Nummer 4, Albert heißt der, möge deine Seele mit mir sein. Ich bin heiß auf diesen Titel, weil bis jetzt war es wirklich so, jeder dieser 3 Titel, die ich vorher gelesen habe, konnten separat gelesen werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, irgendwie gab es in Teil 3 schon so eine Andeutung, ne? So ein Ding, was eventuell dann alles nochmal final mit verbindet. Also bisher war es ja so, wir haben im Band Nummer 1, der ja preisgekrönt ist mit dem Goldenen Stern, so ein bisschen ja was erfahren von Derek, ne, der dann auch so eine Art Tatortreiniger ist und was dann da passiert und dass der Kollegen hat und jetzt wird mit jedem Band eine andere Person, die mit diesem Fall zu tun hatte, näher beleuchtet. Und hier haben wir das halt mit Albert. Was es genau damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Ich will mich da auch überhaupt nicht spoilern lassen und bin schon wirklich gespannt, wie es bei Rip weitergeht. Sollen ja 6 Bände werden. Ja, guck mal, ob das dann auch wirklich einen Abschluss dann findet oder ob uns dann ja so eine Art zweiter Zyklus vielleicht dann auch noch erwartet, je nachdem, wie erfolgreich jetzt diese Bände so ankommen und laufen. Aber Rip scheint eine richtig, richtig starke Serie bisher zu sein. Ne? Und Band Nummer 4 wird das hoffentlich auch wieder sein. Also kostet 22 €. Und hier habt ihr einmal die Rückseite noch zu sehen. Ja, ich denke mal, da werden auch viele noch mit dran sein. Es gab noch 2 Alben, die ich gekauft habe. Einmal Der Kurier, Album Nummer 3, Die Dunkelheit, die uns verbindet. Ich bin ja so ein bisschen am Komplettieren. Der ist jetzt auch ziemlich neu rausgekommen, das Album
von der Kurier, was ja so ein bisschen so postapokalyptisch angehaucht ist, also irgendwie so eine Mixtur aus so, ja, Mad Max meets so ein bisschen Fantasy. Sehr, sehr cool gemacht. Die ersten zwei Bände haben mir, oder die ersten zwei Alben haben mir richtig gut gefallen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Und das sieht auch toll aus, finde ich. Also die Zeichnungen sind super. Die Geschichte, ich weiß gar nicht, wie viele Alben hiervon rauskommen sollen. Das habe ich gerade gar nicht unbedingt so auf dem Schirm. Aber sieht wieder klasse aus. Ne? Dieses Western-Setting mit eben so eine Prise Fantasy und so ein bisschen Sci-Fi, das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ne? Auch hier, ich bin mal gespannt, ob hier sehr viel mit Zeit gespielt wird, weil ich immer wieder sehe, es gibt kolorierte Seiten, dann gibt es wieder Seiten, die so schwarz-weiß oder so gräulich ausfallen, plus dann aber diese Augen hier, ne, vom Kurier, das sieht einfach mega aus. Also freue ich mich schon drauf. 17 Euro kostet ein so ein Album. Wie gesagt, ganz neu, Album Nummer 3. Und das letzte, was ich mir noch geholt habe, das ist Ladies with Guns Album Nummer 2. Und ja, hier gucken wir mal, wie es mit den fünf Ladies weitergeht. Ne? Album Nummer 1 war auch richtig toll erzählt. Ne? So ein Western-Setting, eine Western-Serie mit fünf Frauen aus verschiedensten Schichten, die so ein bisschen gegen die Männerwelt aufbegehren. Ne? Also ich hatte so den Eindruck, das ist so ein bisschen Django Unchained, nur eben mit Frauen und die ballern halt alles nieder. Also Band 1 oder Album 1 war einfach nur Freude pur, ne? Auch so ein bisschen frech. Und das Album hier liegt bei 18 Euro. Und ja, also, ne, wenn man hier mal reinguckt, hier geht es auch dann gleich schon wieder ordentlich zur Sache. Ne, die eine scheint auch von denen schwanger zu sein, so wie wir es auf dem Cover hier gesehen haben. Und meines Wissens sollen es drei Alben werden. Und dann gucken wir mal, was hier drin so Schönes passiert. Ne? Also ich finde es wirklich toll. Ich finde die Aufteilung wieder hier, auch teilweise der Panels, das sieht alles sehr dynamisch aus. Es passiert extrem viel. Das ist nicht so, als ob jetzt jedes Panel gleich wäre, sondern ihr merkt das schon, ne? Da geht es richtig, richtig zur Sache. Da sieht alles irgendwie so ein bisschen anders aus. Ne? Und das finde ich, bringt eine ordentliche Prise Action und eine gute Dynamik hier in diesen Titel mit rein. Und ja, Ladies with Guns, Album Nummer 2. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ne? Ja, das war's mit meiner Comicbeute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, hier reingeguckt habt. Ich möchte gerade noch schnell eine Sache raushauen. Am 9.9. ist wieder in Bielefeld der nächste Splittercast, also der Live-Splittercast, den der Max da aufzeichnet. Zu Gast diesmal Ingo Römling und eine Professorin, die sich so ein bisschen mit KI beschäftigt und mit künstlicher Intelligenz einfach auskennt. Und das klingt sehr spannend. Ingo Römling, Schöpfer von Malcolm Max, plus eben diese Professorin so in diesem Podcast. Ich bin mal gespannt. Bunker Ulmer, Ulmerwall. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch wieder da sein, wenn nichts dazwischen kommt. Und vielleicht der ein oder andere von euch auch. Holt euch da ein Ticket für, wenn ihr Zeit und Bock habt. Bielefeld. Und dann sieht man sich vielleicht auch da vor Ort. Kann man irgendwie das ein oder andere Wort miteinander wechseln oder Gesprächsthema irgendwie anfangen. Ne? Wir genießen da ein paar Kaltgetränke dann. Und ja, also würde mich freuen, den einen oder anderen dort dann vielleicht zu sehen und wollte diesen Tipp nochmal raushauen. 9.9. ist halt ein Samstag, sonst war das ganz oft immer freitags, jetzt auf dem Samstag. Vielleicht für viele auch einfach mal ein interessanter Tagesausflug nach Bielefeld. Ne? Man hat bessere Zeit vielleicht zum Anreisen und würde mich freuen. Ne? Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs wieder reinschauen. Schreibt gerne eure Neuheiten aus dem August auch unten wie immer in die Kommentare rein. Ne? Fleißig hintickern, Empfehlungen, vielleicht Sachen, die ihr uncool fandet. Ne? Mich würde das super interessieren, was bei euch auf dem Lesestapel gelandet ist oder vielleicht sogar schon durchgelesen wurde. Ne? Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit den Comics und Mangas, die ihr euch so besorgt habt. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, haut rein, euer Ingo.
Ciao.